Hallo Freunde, heute zeige ich euch, wie man Leinsamen bzw. auch Flachs anbaut. Leinsamen sind diese Körner und Flachs sind Textilien, welche aus dem Rest der Pflanze gewonnen werden. Hier sieht man zum Beispiel Flachshemden. Der Leinenstoff ist etwas gröber als bei Baumwolle, allerdings auch robuster. Es gibt auch heute noch Leinenhemden und Leinenblusen zu kaufen. Ich selber habe vor einigen Jahren den Anbau von Leinsamen für mich entdeckt. Damals war ich nämlich auf dem Krefelder Mittelaltermarkt, welcher zufälligerweise auch Flachsmarkt genannt wird. Dort habe ich ein paar Leinsamen erworben, sie daraufhin in die Erde gesetzt und ein schönes Ergebnis an Leinsamen erhalten. Leinsamen kann man zwischen März und Mai in die Erde setzen. Jetzt wäre auch noch der richtige Zeitpunkt. Leinsamen haben einen sehr guten Effekt auf die Gesundheit, denn sie enthalten eine Omega-3-Fettsäure. Und je besser dein Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren ist, desto weniger Entzündungen hast du tendenziell im Körper. Nachdem man Leinsamen gesät hat, muss man noch eine Weile aufpassen, dass sie nicht mit Unkraut überwuchert werden. Denn dann fällt der Anfang schwer. Vor allem, da sie am Anfang sehr langsam wachsen. Allerdings haben sie eine Kulturzeit von 120 bis 130 Tagen. Es wird also noch alles rechtzeitig eingeholt. Ansonsten brauchen sie weder viele Nährstoffe noch viel Pflege. Allerdings muss man bei der Ernte ein bisschen was beachten. Man erntet sie, wenn der Stiel anfängt braun zu werden. Und dann lässt man sie noch ein paar Tage trocknen, bevor man die Samen hier unten aus den Kapseln holt. Es sind ungefähr 5 Tage, die man sie trocknen lassen muss. Und dann hat man auch schon eine reichliche Ernte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich natürlich auch über jeden Like und jeden Kommentar. Lasst auch gerne ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Mal.